Von euch war da schon wieder heute so ein Riesenpaket bekommen. Ich dachte mir schon, was ist das? Und dann habe ich es gleich gesehen, es war ein Laptop. Erst vom lieben Elias, anscheinend zum Fortnite Pro. Das ist ein Toshiba Cosmio. Da habe ich gerade so richtig Flashbacks bekommen. Ich hatte den X300, als ich selbst noch in der Schule war. Das ist der X500, der geht angeblich nicht. Ich habe mal die RAM-Klappe aufgemacht und Digga, spielst du eigentlich Lego? Weißt du, der RAM gehört da nicht so rein. Also vielleicht war das ja schon das Problem, aber wenn wir schon dabei sind, zerlegen wir die ganze Kiste. RAM-Ersatz haben wir sowieso auch genug hier. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe damals sogar SLI-Grafikkarten in das Teil eingebaut, habe mein ganzes Taschengeld in das Ding geballert und man konnte damals auch noch die Prozessoren tauschen. Das sind halt Intel Mobile-Prozessoren, keine Desktop-Versionen. Und die Grafikkarte hier ist auch austauschbar, ist aber kein richtiger MXM-Standard. Und Digga, ich weiß gar nicht, wie du mit der Hardware Fortnite spielst, ich glaube, das läuft ja auf dem Teil ja gar nicht. Auf jeden Fall, wir werden das jetzt mal ein bisschen servicieren, mal schauen, an was das Ganze liegt und versuchen, neu aufzusetzen. Und wenn ich euch so einen Tipp mitgeben kann, kauft euch einfach keine Toshiba-Laptops. Also Leute, wir sehen uns in Part 2.